Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gibbos. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja unseren Weg hier zu dem, ja, Labor oder was es war hier gebahnt. Steht das hier drin? Leider nicht. Heute werden wir mal einen Blick hinter die Kulissen wagen. Okay, es war kein Labor. Ich hab's falsch im Kopf gehabt. Was soll man denn hier machen? Eine Grube, eine Grube. Imposante Tür, Bedienfeld. Okay. Ich ahne irgendwie Schlimmes. Wir wollen nicht, dass die Gruben geöffnet werden, oder? Don't touch unless one escapes, worms. Einer entkommt. A plain scratched metal panel of sorts. It's stuck. Okay. Looks like this door somehow slides into the wall. No visible handle. Stay out, mooks. This definitely opens somewhere else. Wollen wir den Knopf drücken? Ich habe so die Befürchtung, dass wir es eher nicht wollen. Press this button, worm, and we all die. Okay. I don't like my chances of surviving that. Gotta think of another way. Nicht okay. Was haben wir denn? Flüssigstickstoff, Elektrowerkzeug, was hat er sich jetzt gerade aufgeschrieben? Es gibt einen großen roten Knopf in der Mitte der Halle, aber er könnte das, was in diesen Gruben ist, befreien. Ich finde es besser raus, bevor ich ihn drücke. Hilft mir auch nicht wirklich weiter. It's not an immediate threat now. Okay, aber theoretisch könnte man es benutzen, ja? Wouldn't want to freeze this. Don't want to freeze it. Ja, das ist mir schon klar. It's a dark, deep pit, but down there I can just make out something wrong, squirming around. No way. It's not an immediate threat now. No. Another pit. Another unseen creature writhing at the bottom. Tja. Aber was soll ich sonst tun? Oder wenn ich jetzt zurückgehe, kommen die dann nochmal? Ist da oben irgendwas, was... Ist aber nichts, was mir angezeigt wird, ne? Weil er so nach oben geht hier, aber... I don't like my chances of surviving that. Gotta think of another way. Its only feature is a big red button. I'm not messing with it. No. It's a container full of liquid nitrogen, sprayable for all your insta-freeze needs. Yeah. No point in doing that. Das Bedienfeld bringt mir wahrscheinlich auch Doesn't help here. Ja. Nothing to remove or perforate. Hä? K-Type's got leverage. Oh. Oh. Moment. It seems to control some kind of security apparatus. Looks like a view of this room from above. And there's a cage hanging overhead. Okay. Den kann man bewegen. Huh. So the button opens both the door and the monster's pits. Devious.
That's one monstrosity secured. And all the rest of them loose. Das heißt jetzt was? That's one monstrosity secured. And all the rest of them loose. Muss ich jetzt hier alles ausprobieren, oder? Aber das wird ja überall das Gleiche sein, ne? Tja. Ah ja, da war ich ja schon. Tja, das heißt jetzt was? Das ist eine gute Frage. I don't like my chances of surviving that. Gotta think of another way. Ich komme ja aber auch nicht wieder zurück, ne? Ich kann ja aber doch nichts machen mit dem. Da sagt er wahrscheinlich wieder nur das Gleiche. Don't touch unless one escapes, worms. Es sei denn, einer entkommt. That's all the creeps loose. But at least I'm safe once I press this button. I don't see a better option. Ach so. Okay. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich den Käfig jetzt hier hinbringe. Ach so, das ist dann die Einstellung, verstehe. Als ob die nicht da durchgreifen könnten. Ach so, muss ich jetzt handeln? Oh, No time for that. I ain't touching it. I don't know what that is, but it wants me dead. Okay. What the fuck? Wo sind die jetzt hin? Ich würde sie ja noch nicht hochmachen. Oh, was liegt denn da? I hate to admit it, but I was shaken. Experiments are not. Scientific reality or abhorrent supernatural nightmare. These horrible blobs of flesh, limb and rot existed. I could still smell their indescribable presence, even though they were all gone. God knows where. It really takes a lot to shake me, but I was shaken. Ja, ich würde sagen, wir haben die jetzt auf die Stadt losgelassen, oder? Na ja, gut, es ist nur Fischmaul. Yeah, I might need these. Wofür zur Hölle kann man Kieselsteine gebrauchen? Okay. Können wir die mit irgendwas kombinieren? Nee, doesn't do nothing. Naja. No need to perforate it. Doesn't make sense. Okay, dann gehen wir erstmal raus. Oder auch nicht. I was in. I was inside the butcher's inner sanctum and I'd expected this place to be lousy with guts and gore and parts and pieces, but this wasn't that. This was, well, colorful. Colorful in a way that makes a Joe uneasy, and it set me to wondering what this guy had for triangles. So many triangles. Naja, so bunt ja, aber es ist halt sehr du. Ach du Scheiße. Okay. Huddle! Huddle together, lovelies! What? I've noticed these dust mounds everywhere around here. Ugh, no. Who knows what this stuff actually is? Doch, ich glaube, wir haben es gerade rausgefunden. Huddle! Huddle together, lovelies! What?
Loser Griff? Okay. Gemälde vom linken Flügel. A painting of a wing. Stylistically very similar to the central piece. Das kann er alles hier in dem Schwarzen sehen, okay. Every single flap one of my doing. My desire. I don't feel good about this. No apparent way of directly interacting with it. Okay. Do as father tells you, little one. A strange, strange device. No idea how to use this. Links eingebettetes Bedienfeld. Left! Point left! Praise the Gibbous Moon! Was? Some kind of control panel. Looks embedded in this area of the wall, along with the shelves. It isn't powered. Ah, wir müssen... Okay, wir müssen Strom... These are not for you! An assortment of books, but they're all written in what's either an alphabet unknown to me or code. They're no use to me. These are not for you. Er sagte wahrscheinlich das Gleiche, ne? An assortment of books. Ja, ja. Okay, zentrales Gemälde. And you shall breathe true life. Who? True life? Was it dead to begin with? I stared at the Kraken head, and it seemed to stare back at me with its blood-red eyes. A little unsettling, I had to silently say to myself. Klapperte die ganze Zeit im Hintergrund. Okay. MCHK. Ganz viele Symbole drauf. Das sollte ich mir mal aufschreiben. MCHK. Kann ich hier noch irgendwas von nehmen? Kann ich die einzeln... Alter, alles gut. Ich wollte doch nur wissen, ob ich irgendwo draufdrücken kann. Okay. Schreibtisch. Worms. Worms. Flies. This must be the butcher's desk. As tempting as it is, I'll pass. Was auch immer er jetzt damit meint. Gemälde und Instrumente hatten wir jetzt noch nicht. Was höre ich da immer? Right. Point right. Hallo. It isn't powered. Ach so, ja, ja, das stimmt, da wäre ja. Some kind of control panel. Look. Ja, ja, ja. My contribution. I don't feel good about this. It's a stylized painting of a human head. No apparent way of directly interacting with it. This won't hurt a bit, little worm. Of all the things in here, those alone seem to justify this nutter's nickname. I'm not touching them. Ja, wenn du hier aber auch gar nichts anfassen willst, was willst du denn hier machen? Das Einzige, was wir jetzt noch haben, Maschinen und Öffnung. Ist das jetzt neu dazugekommen oder war das, weil ich hier rübergegangen bin? Ah, mal gucken. Just break it off, little fly. Okay. A couple of vertical openings. Something's missing here. Ah, warte mal. Warte mal. You have been lied to, lied to. Yeah, this fits. But if this is a power generator, it might make for a shocking experience. Okay. Doesn't fit.
Okay. It's missing something. That much is clear. Och, jetzt geht der wieder nach oben. Just break it off, little fly. Was macht er denn jetzt? It's an uneducated guess, but judging by the number of cables coming out of this thing, it might be what powers everything in here. I'd love to, but I see no apparent way of turning it on. Ja, ich schon, die Öffnung, aber was hat er denn eben geschrieben? Papier auf dem Schreibtisch des Metzgers, seltsame Sprache, mit Ausnahme der Buchstaben MCHK. Was ist das? Ich glaube, der Griff ist das, was ich brauche, um das Gerät wieder einzuschalten. Aber ich brauche dafür einen stoßfreien Griff. Was heißt stoßfreien Griff? Nothing happens. So, was habe ich jetzt gemacht? I've put a nice round hole in it. Ja, das ist ja toll. Und dann wirfst du deswegen extra einen Akkuschrauber weg, oder was? Okay. Alright, got myself a shock-free switch. Öffnung, genau. Ah, jetzt sieht man auch mal was. Okay. Strom ist an. Yes, power's back on. Okay, dann gucken wir uns den nochmal an hier. It's littered with discarded pages full of gibberish or code. Seltsamer Apparat, rechts, links, Instrumente. As tempting as it is, I'll pass. Dann nehmen wir halt den. No idea how to use this. Bleibt das denn gleich? Do as father tells you, little one. Ja, es bleibt gleich. Probieren wir erstmal das. Okay. Also, drei Dreiecke, die muss ich in verschiedene Richtungen machen. Ich vermute mal, hier ist das das Gleiche. Natürlich. Bücher können wir jetzt trotzdem nehmen, ja. Schauen wir uns nochmal die... Oder benutzen wir das, glaube ich. Da sind die alle nach oben. Warte mal, hier ist ein M. Aber die anderen Buchstaben sehe ich jetzt gerade nicht, oder? Das sieht aus, als ob das nach rechts wäre. Ist hier irgendwo noch ein C und ein H? Oder muss ich die hier drauf finden vielleicht? Aber da sehe ich jetzt auch keine. Ich kann nichts anklicken. Ach, geh mir doch nicht auf den Sack, ey. Zentrales Bedienfeld. Ach, Moment, da war ich noch nicht, oder? Worms and flies. It's definitely a control panel. Controlling what? That remains to be seen. Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Also es könnte... Moment.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Dann war das ein C. M, C. A, B, C, D, E, F, G, H. Jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Ich glaube, es war ein K. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Okay. Sehr schön. Oder auch nicht. Scheiße. Was soll mir das denn jetzt sagen? Ah, Moment. Da sind Dreiecke. Kriege ich jetzt bei jedem neue Dreiecke vielleicht? Oh. Die Frage ist jetzt, was mache ich jetzt mit den Zeichen? Moment, ich muss mir das mal eben abfotografieren. Weil das kann ich mir nicht. Das kann ich mir nicht aufmalen hier. So. Okay. Das war jetzt nach links gerichtet, ne? Die Frage ist jetzt nur, kann ich damit schon was machen? No idea. Das Problem ist, hier kann ich halt nur die Dinger einstellen, ne? Müsste ich dann so einstellen, oder was? Moment. Ich habe gedacht, das wäre jetzt das Gleiche. Moment, das ist alles nach links. Oh Gott, was ist das für ein Zeichen? Das ist das hier, glaube ich, ne? Ich würde sagen, das war das Zeichen. Damit so ein Kreis unten. Das hier. Genau das. Und das sieht aus wie so eine Harfe. Ich würde sagen, das ist das. Auf Abgrund zerrissener Stoff. I really don't need it. Maybe just its story. Okay. Idiot! Left toward the bay, right toward the EOD. Get it through your thick skull. EOD. Moment, das schreiben wir mal kurz auf. EOD. Okay. Ich vermute jetzt mal, dass wir die dann alle nach rechts stellen müssen. Hoffe ich zumindest. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. E, O und dann D. A, B, C, D. Okay, da kann ich weiter, aber was ist mit dem Abgrund hier? Whatever passage used to be here, it's now a big, black, intimidating hole. The flesh will not stay married. Okay, wir gehen einfach mal durch. Ach, du And what did we do? Trusted the butcher. Put our faith in the carnifex. Double-crossed by that freak. Denying the dreamer his meal, running away with it. That was his payment for our stupid, misplaced loyalty. How do you think this looks like in the eyes of Father Dagon, huh? And I tell you right now, it is as clear as pure seawater to me that the starry knowledge was always behind that lunatic.
I know some of you do not see the Starry Fools as a threat. Ha! You think me mad? You think I am making this up? This very night, a false preacher was spouting blasphemies about Mother Hydra and Father Dagon right outside the Finman house. Good thing a true believer cast the first stone. Well, egg. And the crowd swiftly dealt with the poisonous snake. But it happened. Truly it has happened in our Fishmouth during our festival. Okay. Oh, scheiße. fangen wir damit an. I can't throw the Haunter's Mark that far. The crustaceans. What? Kooky, freakish cultists. Why, of course I would do it myself if this pitiful cult had any chance to survive my demise. Hallo? Mein Inventar kann ich auch nicht öffnen, oder wie? Doch. Hä? Wieso geht das jetzt nicht mehr mit I? Oh, mir kommt eine ganz blöde Idee. Dagon curse you. Muss ich das jetzt bei allen machen? Son of a bitch. Huh? Ach so. That's strange. Butcher. How did we even trust him with a moniker like that? Die sollen den, ne? Verfluchen quasi. Lieben Lantern Flash. Feste ye. Look around you. Your very neighbor may be a shadowy agent of that forever cursed Haunter. Haunter curse you. Huh? Haunter! I speak the truth. They may be in our midst right now. Suffering squids! Okay, also ich kann keinen doppelt machen, okay. Yes, yes, believe it! Stinking stingrays! Hallo? Wieso wirfst du nicht? Stars fall on you! Huh? Hello? Stars? I thought these guys were all about fish. Enough of this masquerade! I knew it! Treason! There has been one true god, you fish-loving heathens! And his name is the Haunter! How dare you speak that name in the House of Dagon! You broke into our temple and stole the Trapezohedron! Now you're going to pay! We'll feed you to the fish! Give us the book! No, you give us the book! Oh my god, little kid! What are you doing? As Rome burned and Nero watched and fiddled, so too we witnessed the fish take vengeance on the fishermen. Not sure it's the right comparison, Mr. Bizarra. I'm just worried about the kid. No need, Gramps. I'm well and happy. No one's hurting the fishies anymore. And their bellies are nice and full now. You really shouldn't have witnessed that. Except you sort of made it happen. Well, it's all over now, Grandpa. Look. Water's draining, and the fishies are returning home. A perfect ending of the festival for everyone. Hooray! Don't
call me Grandpa. Okie doke. I'll be on my way. Before Mom and Dad and Grandma notice that I'm missing. It's been fun. See you around. Take care, kid. Crazy world we live in, huh, Mr. Basara? Thank you for your business, by the way. I sincerely don't know whether thanks are in order. I'm more confused with each passing hour, but my resolve grows stronger. So, what are you doing in this building of all places? Keeping tabs on the Esoteric Order? Looking for Olmstein? Sightseeing? You might joke about the sightseeing, but that is part of why I'm here. All across this accursed world, the storm rages ever more powerful, and I strongly expect some kind of sign soon. What sign? And why here of all places? Maybe a reason for a bell to ring through a terrible storm. News sure does travel fast. This is the highest steeple in Fishmouth, with the grandest, most resonant bell in miles. This is where I'll wait for a sign for as long as it takes. And awaken the beast? How do we know that's a good thing? We don't, but it is written, so it shall come to be. This could be the start of a fascinating philosophical debate, if only we had time. I need answers. I need to know what the hell's going on here. Ask. Help us find and stop this butcher, Barnabas. Carnifex Terribilis. What did you find out from scouring Fishmouth in its festival hours, Seeker? The butcher was definitely in cahoots with... The Esoteric Order of Dagon. I'm convinced he used them to raise some kind of sea creature, codenamed MCHK. The Hafgufa. And what of its purpose? The meal. That's what they called it. These EOD kooks thought they were raising the sea monster as an edible tribute to Dagon. They trusted the butcher. Huh. He obviously took his meal, this MCHK, whatever it is, and escaped. Question is, where'd he go? Any ideas? Not exactly, but keep this in mind. Olmstein always watches, and always leaves something behind to push you in the right direction. Well, ain't that nice of him. There is this sign that's associated with Olmstein. Tell me what you think it means. Could be the visual representation of a formula, a constellation. Could be a map. Thanks. I'll give it some thought. I've come across terrible things in the butcher's pits. What were they? It is clear to me that Fishmouth holds more secrets than can be dug at in this small window of time we have, and time is not on our side. Not since we found that damn Necronomicon. Some use it to spawn horrible monsters. Some, to make cats speak. Some might say it's the same thing. How do we fix that? What Olmstein allowed, Olmstein can undo. Find the enemy, thwart his plans, and Olmstein will reward you. I wish I had your confidence, Barnabas. I don't have time for this. I've gotta go. I gotta meet Buzz and Peace and try to put the pieces together. The other guide you. Do your best to find out where the butcher is headed and put an end to his plans, whatever they are. I will stay here and... wait for a sign. See ya, Barney. Don't call me that. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen.
Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!